Werden MetaHero und Blocktopia auf Null gehen? Sind die Sorgen berechtigt, die sich aktuell viele Leute machen? In diesem Video gehe ich genau auf das ein und ich werde dir mitteilen, ob ich meine Block- und Hero-Token bereits verkauft habe, verkaufen werde oder ob ich diese durchhalte. Ja, aber im letzten Everdome-Video kamen sehr, sehr viele Fragen von euch. Wie denke ich über MetaHero? Wie denke ich über Blocktopia? Wir sehen bei diesen beiden Projekten genauso wie bei Everdome immer niedrigere Preise. Nutze ich die Gelegenheit? Wie denke ich darüber? Bin ich raus? Kaufe ich nach und so weiter, gehen wir auf jeden Fall jetzt mal nacheinander drauf ein. So, wir starten mit MetaHero. Ich habe ja bereits im Livestream vor ein, zwei Monaten gesagt, dass ich bereits 30% meiner Hebos verkauft habe. Nicht aus Panik, aus Angst, sondern weil ich den CEO-Wechsel nicht so ganz gefeiert habe, von Robgrün zu Marius. Aber wenn du darüber mehr Informationen haben möchtest, am besten direkt mal den Livestream abchecken. Ich halte also aktuell noch 70% meiner Hebo-Token. Ob ich die verkaufe, ob ich die halten werde oder ob ich vielleicht wieder aufstocken werde, gehen wir gleich drauf ein. Zuerst mal schauen wir uns an, was bei MetaHero jetzt in den letzten Monaten, Wochen passiert ist. Und genau, da springen wir jetzt erstmal rein. So, wir starten mit der Website. Was hat sich hier alles getan? Wir sehen hier mittlerweile deutlich mehr Informationen von WDW. Unter anderem, mit wem WDW alles schon zusammengearbeitet hat. Ich persönlich wusste nicht, dass die zuvor mit Ferrari, Toyota, Disney und so weiter zusammengearbeitet haben. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Ein wichtiger Partner steht hier nicht, und zwar Sony. Sony steht hier nicht, aber das Ganze wurde ja schon von Sony bestätigt. Was ich hier entdeckt habe, was ziemlich interessant ist, und zwar, wenn wir hier mal oben auf Database gehen, dann sehen wir eine neue App, die gerade entwickelt wird. Und das Interessante hier ist, dass das Ganze ja unterstützt wird von Sony. Also wir sehen hier tatsächlich ein, ich sag mal, neues Produkt, was von Sony mitentwickelt wird, beziehungsweise unterstützt wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und da kommen wir nämlich auch gleich mal zum ersten Punkt, warum ich auch weiterhin an MetaHero glaube. Ich habe zwar 30% verkauft, ja, aber wir dürfen die Partnerschaft mit Sony nicht vergessen. Welches Krypto-Projekt da draußen hat einen, also WDW ist ja jetzt kein Krypto-Projekt, aber da der CEO, also in dem Fall Marius, der CEO von MetaHero und von WDW ist, finde ich persönlich, dass Sony auch mit MetaHero gepartnert ist. Deswegen, um nochmal auf das andere zu sprechen zu kommen, welches Krypto-Projekt ist mit Sony gepartnert? Das ist schon krass. Das ist meiner Meinung nach auch einer der Hauptgründe, warum ich weiterhin an dieses Projekt glaube. Die anderen zwei nenne ich euch gleich. Also, geile Sache schon mal. Was mir persönlich nicht so geil vorkommt hier, muss ich fairerweise sagen, ich will hier jetzt nicht das Projekt so in den Himmel loben. Und zwar ist die fehlende Worldmap. Wir sehen bei MetaHero keine Worldmap mehr. Gar nichts. Und das finde ich persönlich echt schade. Es ist zwar ziemlich schwer, das hat Marius auch schon mal in einem Interview gesagt, dass es sehr, sehr schwer, ich sag mal, mit einer Deadline festzuhalten ist, dass irgendein technischer Fortschritt bis dahin fertig sein soll. In dem Fall halt eine Worldmap, wo das Ganze festgehalten wird. Ich verstehe das, und trotzdem jetzt alles rauszunehmen, das finde ich persönlich nicht so geil. Also hier auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sage, ah, finde ich nicht so nice. Was ich allerdings weiterhin nice finde, ist der Metascanner selbst. Das ist nämlich auch jetzt der zweite Grund, warum ich weiterhin an dieses Projekt glaube. Und zwar der Metascanner, die Technologie dahinter. Wenn wir uns jetzt mal die Twitter-Timeline anschauen, dann sehen wir, dass die Herrschaft noch weiterhin an dem Metascanner, an dem normalen, sowie auch an dem mobilen Metascanner, der für Veranstaltungen, Events gedacht ist, dass sie daran weiter arbeiten. Also diverse Videos, Bilder, Texte und so weiter können wir verfolgen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass sie auch Updates bringen, denn das war eine Zeit lang auch ein Hauptproblem, dass man einfach kein Lebenszeichen von MetaHero gehört hat. Das hat sich meiner Meinung nach dann doch recht ins Positive geändert, zumindest was den technologischen Fortschritt anbelangt. So, und einer der Hauptgründe, oder ist es eigentlich weiterhin der Hauptgrund, warum ich weiterhin in MetaHero investiert bin, ist weiterhin Robgrün. Er ist zwar kein CEO mehr, aber er wird weiterhin auch für dieses Projekt arbeiten. Er wird Marius weiterhin zur Seite stehen, weil überlegt euch mal, das muss man ja logisch denken, er hat dieses Projekt erschaffen. Er hat den Token rausgebracht, er war da komplett dabei. Und jetzt auf einmal ist er raus. Und stellt euch jetzt mal vor, MetaHero würde komplett abschmieren. Komplett abschmieren. Das wirft ein enorm schlechtes Licht auf Robgrün. Und das möchte er nicht. Das wäre rein geschäftlich gesehen absolut katastrophal. Und das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, also bezüglich meinem Investment, warum ich weiterhin an dieses Projekt glaube. Weil ich weiterhin, das habe ich auch im Everdome-Video gesagt, weil ich weiterhin an Robgrün glaube. Ja, und bezüglich dem Hero Token, da schauen wir uns das Ganze jetzt auch nochmal an. Ich würde jetzt gerne Chartanalyse machen, aber was soll man sagen, wir sind hier auf einem absteigenden Ast. Das Ganze geht immer mehr in den Keller, und das muss man leider sagen, umso mehr der Kryptomarkt runtergeht, desto niedrigere Preise sehen wir auch beim Hero Token. Nutze ich diese Chance bei Hero tatsächlich nicht. Mein Plan ist aktuell, ich werde
wie gesagt, mein aktueller Plan, das kann sich schon ändern, dass ich meine 70%, die ich jetzt aktuell noch halte, bei dem Preis verkaufen werde, wo ich eingekauft habe. Das waren auf jeden Fall über 10 Cent. Also ist noch ein kleiner Weg bis dahin. Da werde ich vermutlich dann meine Token verkaufen. Nachkaufen werde ich nicht, bezüglich DCA werde ich nicht betreiben. Da habe ich einfach andere Projekte, wo ich deutlich mehr dran glaube. Ich verkaufe das Ganze jetzt aber nicht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wir nochmal in Preisbereiche kommen. Zumindest im nächsten Bullrun, wo wir waren. Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Fakt ist einfach, sollte der Kryptomarkt weiter runtergehen, dann werden wir bei Hero auch weiterhin niedrigere Preise sehen. Ist leider so. Der Chart sieht absolut beschissen aus, muss man leider fairerweise sagen. Aber ich bin ordentlich im Minus. Ich habe ordentlich im Minus auch verkauft. Die 30% gehört dazu. Man kann nicht immer Profit machen. Kannst du mich auch gerne an deiner Meinung teilhaben lassen? Was denkst du aktuell über dieses Projekt? Was glaubst du? Geht der Preis absolut in den Keller? Gehen wir auf 0,0001? Kaufst du nach? Kaufst du nicht nach? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. So Bulls, von MetaHibo rüber zu Blocktopia. Glaube ich weiterhin an Blocktopia? Das schauen wir uns jetzt an. Wir starten zuerst mit dem Preis, mit dem Chartbild und ja, das sieht bei Blocktopia deutlich besser aus als bei MetaHibo. Bei MetaHibo muss man fairerweise sagen, dass wir immer niedrigere Lows sehen, absolute Talfahrt, immer tiefer. Und bei Blocktopia hingegen haben wir im August einen fetten Bounce nach oben gesehen, was mich sehr gefreut hat. Sollten wir allerdings bei Blocktopia uns jetzt weiter hier an diesem fetten roten Bereich an der Linie aufhalten und die auch durchbrechen und uns dann wiederum da auch länger aufhalten, also letztendlich hier der Preis geht runter und dann halten wir uns hier in diesem Bereich länger auf, dann wird das oder kann es vermutlich ähnlich wie bei MetaHibo aussehen, dass es immer weiter nach unten geht. Werde ich diese Gelegenheit nutzen? Habe ich vielleicht auch jetzt schon nachgekauft? Nein, definitiv nicht. Ich habe damals $1,000 in Blocktopia reingesteckt. Mein Investment ist aktuell bei $30. Ich werde mein Investment zu 100% rausziehen, wenn die Preislevel wieder erreicht werden, wo ich halt eingekauft habe. Zu 100%, das steht fest. Ich werde aus Blocktopia aussteigen. Nicht, weil ich sage, das ist ein schlechtes Projekt oder so, sondern einfach, weil ich ja mittlerweile auch lieber einfach woanders rein investiere. Ich möchte nicht mehr 15, 20, 25 Token Coins haben, sondern deutlich weniger. Und Blocktopia hat das in dem Fall halt nicht geschafft. Heißt nicht, dass ich nicht an dieses Projekt glaube. Ich glaube weiterhin an dieses Projekt. Das hat echt eine gute Positionierung gefunden. Sehr, sehr viele Partnerschaften, gutes Team, guten CEO und so weiter. Deswegen, ich persönlich kann mir vorstellen, dass im nächsten Bullrun es auch wieder ganz anders aussehen könnte für Blocktopia. Aber ich bin auf jeden Fall raus, sobald ich mein Investment wieder raus habe, also der Preis letztendlich wieder erreicht wurde. Du kannst mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben. Was denkst du zu Blocktopia? Was denkst du zu MetaHibo? Wirst du nachkaufen und so weiter? Interessiert mich sehr, weil ja, der Kanal ist mit Metaverse-Projekten entstanden. MetaHibo, Blocktopia, Everdome. Deswegen interessiert mich sehr, was meine Community hier denkt und wie sie auch handelt. Bulls, das war's soweit bezüglich diesem Video. Eine wichtige Sache habe ich noch. Ich habe ja letzte Woche ein Video hochgeladen bezüglich meinem Partner Bing X und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn da kam die ein oder andere Frage auf, wie man denn jetzt den Bonus einlösen kann. Hier war ja eine Aktion vom 7. bis zum 14. September und hier sind halt einige Fragen aufgekommen. Das heißt, kurzes Tutorial hier an der Stelle. Solltest du an der Aktion nicht teilgenommen haben, kannst du natürlich jetzt das Video beenden. An alle anderen gerne zuschauen. Let's go. Wie kann ich jetzt also den Bonus einlösen? Ganz einfach, du gehst auf bingx.com, gehst hier oben auf Derivate, gehst auf Standard Futures und kannst dann hier oben rechts deinen Bonus einlösen. Gehst auf USDT Bonus und siehst dann hier einmal einen Bonus von 30 und von 20 USDT. Das sehen wir ja hier, einmal 20 und einmal 30 USDT. Ja, gibst dann einfach, jetzt einfach mal den 30er, gibst dann hier den Hebel, Take Profit nach Preis, so mache ich's. Und Stop-Loss auch nach Preis an und gehst dann entweder Long oder Short. Du kannst in dem Sinne hier nichts verlieren, weil das Geld, was du hier gestellt bekommen hast, also in dem Fall der Bonus, wenn der weg ist, dann ist er weg. Du hast nichts eingezahlt, plus, minus, null, alles cool. Solltest du hier gewinnen, dann kannst du den Gewinn natürlich behalten. Wenn du vorhast, selbst Geld einzuzahlen, dann check am besten auch mal dieses Video oben ab. Da gehe ich auch auf die ganzen Risiken ein, denn das ist sehr, sehr gefährlich. Pass da bitte auf, weil du kannst hier von, ich sag mal, in wenigen Sekunden ein komplettes Geld verlieren. Deswegen, das ist nur was für absolute Profis. Nur, ich wollte euch einfach nur kurz mal zeigen, wie man hier den Bonus einlöst, denn man kann in dem Sinne, was den Bonus betrifft, hier nichts verlieren. Also, was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass der Bonus nach 24 Stunden abläuft. Das heißt, wenn du jetzt hier einen Trade setzt, dann wird die Position automatisch nach 24 Stunden geschlossen. Am besten liest du dir nochmal die Seite, packst du nochmal in die Beschreibung rein, die ganzen Bedingungen, Konditionen durch. Da steht einfach alles nochmal in Detail drin.
damit du Bescheid weißt. Ansonsten, Bulls, danke fürs Zuschauen. Gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video hier oben. Auf der Seite kannst du noch ein anderes Video abchecken. Bis zum nächsten Video, mach's gut. Peace.